Hallo, diese kleine Steuerung der AquaMichel Controller 1 ist eine Mikrocontroller-Steuerung, mit der sich vieles in einer Umkehrosmoseanlage automatisieren lässt. In diesem Video zeige ich, was man damit alles so machen kann. Ich bin Michael Scholze, habe in den letzten Jahren sehr intensiv an Umkehrosmoseanlagen und Wasserfiltern geforscht und auch einige Anleitungen herausgebracht, mit denen man sich hochwertige Umkehrosmoseanlagen selber bauen kann. Das findet ihr alles auf www.lebendiges-trinkwasser.de. Mein erster Filter war dieser, der Minimus. Ein ganz minimalistisch aufgebauter Filter, wo nur das dran ist, was wirklich nötig ist, um sauberes Wasser zu kriegen und wo alles weggelassen wurde, was für den Komfort wichtig ist. So, dass man hiermit quasi die einfachste, preiswerteste, kleinste, leichteste Variante hat, die man haben kann, die aber nicht sehr komfortabel ist. Der erfreut sich großer Beliebtheit. Viele Leute haben ihn nachgebaut. Es gibt ihn seit einiger Zeit auch fertig aufgebaut zu kaufen. Normalerweise wird dieser Filter oberhalb der Spüle irgendwo an der Wand montiert und hier drin sitzt ein Auslaufhahn aus Glas, wo das gefilterte Wasser entnommen wird. Und es kam immer mal wieder die Frage von Menschen, die dieses Space Shuttle-ähnliche Design in ihrer Küche nicht so gerne haben wollen. Und kann man diesen Filter nicht auch unter der Spüle benutzen? Und aus diesem Wunsch heraus entstand dann am Ende diese kleine Steuerung. Es ist nämlich so, dass wenn man diesen Filter einfach so, wie er jetzt aufgebaut ist, unter die Spüle bringen will, dann wird er sehr unbequem und unkomfortabel, weil man bei jedem Filtervorgang diesen blauen Kugelhahn hier betätigt, um die Membranspülung zu machen, müsste man dann halt unter die Spüle kriechen und das dort tun. Und zum anderen ist dieser Filter ja im Normalfall über so einen kleinen Adapter hier direkt am Wasserhahn der Spüle oben angeschlossen. Und dann müsste man auch diesen Schlauch nach unten führen. Das macht alles ein bisschen unschön. Und von da entstand dann quasi der Wunsch, wie muss man das eigentlich machen oder wie könnte man es machen mit ein bisschen Automatisierung, dass man diesen Filter sauber unter die Spüle bekommt. Und die Idee war dann für diesen Kugelhahn hier, der die Membranspülung steuert, ein Magnetventil einzuführen. Das sieht so aus, was elektronisch dann angesteuert werden kann. Und auch für die Wasserzufuhr, die bei dem original minimalistischen Minimus ja über den Wasserhahn der Spüle läuft, auch unter der Spüle anzuschließen an einen Wasseranschluss, der dort vorhanden ist, und das Ein- und Ausschalten dieser Wasserzufuhr ebenfalls über so ein Magnetventil zu machen. Ja, und das macht genau diese Steuerung. Die schaltet nämlich die Magnetventile so, wie der Filter das halt braucht und wie wir das wollen. Schauen wir uns jetzt mal an, wie ein modifizierter Minimus aussieht, der mit dieser Steuerung ausgestattet wurde. Der ist nämlich gar nicht so viel anders. Ich lasse die bewusst mal nebeneinander liegen. Ich stelle jetzt die Kamera um, dass wir hier auch den modifizierten Minimus uns mal genau angucken können. Ja, hier sehen wir jetzt mal einen Minimus, der mit der AquaMichel Controller 1 Steuerung ausgestattet ist. Der wesentliche Unterschied ist erstmal, dass anstatt des Kugelhahns hier, wie schon vorhin gesagt, das Magnetventil sitzt. Das zweite Magnetventil sitzt hier in der Leitungswasserzufuhr. Ich hole das hier mal vor. Und idealerweise kurz vor dem Wasserhahn und schaltet dann die Wasserzufuhr für den Filter ein oder aus. Dann habe ich diesen Minimus jetzt auch noch mit einer Druckerhöhungspumpe ausgestattet. Das muss man nicht machen, aber wenn der Druck etwas niedrig ist, ist es hilfreich, die Pumpe zu haben, und die wird auch über diesen AquaMichel Controller 1 direkt angesteuert. Also Magnetventile und Pumpe sind direkt hier über Schraubklemmen angeschlossen, und das kann man hier auch zum Beispiel leicht lösen aus diesem Controller. Wenn man den mal ausbauen muss, hat man das mit zwei Handgriffen ganz schnell getrennt von den Kabeln und auch wieder verbunden. Ja, das sind eigentlich die wesentlichen Modifikationen, die man am Minimus machen muss. Die beiden Magnetventile einbauen, gegebenenfalls eine Pumpe anschließen.
den Aquamichel-Controller irgendwo befestigen. Ich habe den erstmal jetzt hier draufgeklipst, wenn der Platz nicht reicht von der Höhe her, weil man es vielleicht ganz flach haben möchte, um es in der Sockelleiste zu montieren, kann man den natürlich auch irgendwo daneben setzen. Hier auf dieser Seite sind auch noch ein paar Anschlüsse. Da befindet sich zum einen hier dieser Schalter, ein einfacher Tastschalter. Das ist das zentrale Bedienelement, mit dem wir den Filter ein- und ausschalten und alle Einstellungen machen. Und dann habe ich hier noch ein zweites Element dran. Das ist dieser Aquastop-Sensor, der liegt auf dem Fußboden in der Nähe des Filters und erkennt, wenn irgendwo Feuchtigkeit austreten sollte durch einen Defekt oder ähnliches, dass der Fußboden nass wird, und schaltet sofort den gesamten Filter aus und gibt Alarmsignale von sich. So, was kann denn diese kleine Steuerung alles? Die hat nämlich wesentlich mehr auf den Kasten, als einfach nur den Filter unter die Spüle zu bringen. Erstmal das einfache Bedienkonzept. Mit einem einzigen Taster kann man alles steuern, was diese Steuerung kann. Das fängt damit an, dass man einfach den Filter hiermit durch den Tastendruck einschaltet oder wieder ausschaltet. Er hat auch eine zeitgesteuerte Abschaltung. Er würde sich auch von selber ausschalten, nach einer Zeit, die man einmal programmieren kann, auf einfache Art. Und das wird in der Regel so verwendet, dass man eine Karaffe oder einen Krug hat, ein Vorratsgefäß, was man unter den Reinwasserauslauf stellt, und dann drückt man einfach auf den Taster, dann fängt er an zu filtern, dann kann man weggehen und der Filter schaltet sich aus, wenn dieser Krug oder die Karaffe voll ist, wenn es einmal richtig eingestellt wurde. Ja, dann sorgt diese Steuerung dafür, dass sämtliche Membranspülungen vollautomatisch durchgeführt werden. Bevor der Filter anfängt zu filtern, gibt es eine kleine Membranspülung, aber nur dann, wenn sie auch wirklich nötig ist, das erkennt die Steuerung von selber. Und nach dem Filtern macht sie auch eine Membranspülung. Die ist sehr hilfreich, damit die Membran nicht so schnell verkalkt. Beide Membranspülungen tragen auch zum Keimschutz bei, denn immer wenn das Wasser wieder kräftig rausgespült wird aus dem Filter, werden auch Keime, die sich zwischenzeitlich vermehrt haben sollten, mit rausgespült. Wo wir schon mal beim Thema Keime sind, es ist ja bekannt, dass eine Wasserfilteranlage, das trifft ja auf die allermeisten Wasserfilter zu, dass sich dort Keime vermehren, wenn der Filter ruht und gerade nicht filtert. Vor allen Dingen in der Urlaubszeit ist das ein sehr großes Problem, weil über mehrere Tage können sich auch richtig viele Keime ansammeln. Und der Aquamichel Controller 1 ist in der Lage, alle 6 Stunden, wenn der Filter nicht benutzt wurde, eine Pausenspülung zu machen und sich einmal komplett frei zu spülen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der zur Keimreduzierung beiträgt. Dann ist ein wichtiges Thema die Stehwasserspülung. Kennt ihr vielleicht aus anderen Videos von mir, dass das Wasser, was über Nacht im Filter gestanden hat, erstmal etwas stärker verunreinigt ist, weil die Membran in der Ruhepause durchlässiger wird. Deswegen macht es Sinn, das Stehwasser, was im Membrangehäuse steht, erstmal herauszufiltern. Das kann man entweder manuell machen, indem man das erste Wasser nach einer gewissen Zeit, wo der Filter gestanden hat, wegkippt oder für die Blumen nimmt. Oder man kann es hier halbautomatisch machen mit dieser Steuerung. Die erkennt dann selber, ob eine Stehwasserspülung nötig ist oder nicht und sagt dann das am Anfang. Wenn man den Filter einschaltet, dann piept er einmal oder zweimal. Wenn er einmal piept, dann wissen wir, eine Stehwasserspülung ist nicht nötig. Man kann das Wasser gleich benutzen. Wenn er zweimal piept, dann macht er eine Stehwasserspülung als erstes. Und wenn er dann wieder gepiept hat, wissen wir, die Stehwasserspülung ist fertig. Wir gießen das Stehwasser zur Seite, stellen das Gefäß wieder drunter und starten den Filter nochmal, und dann kommt die eigentliche Reinwasserproduktion. Das ist die halbautomatische Stehwasserspülung. Dann gibt es noch weitere Programme, die man nicht jeden Tag braucht. Zum Beispiel eine dauerhafte Membranspülung. Die schaltet man ein, wenn man einen Filterwechsel gemacht hat, um die neuen Filter erstmal durchzuspülen. Oder das Desinfektionsprogramm. Das ist auch eine schöne Unterstützung, wenn man den Filter desinfizieren will. Man gibt am Anfang hier das Wasserstoffperoxid rein. Das geht dann in die erste Filterpatrone. Und wenn man das Desinfektionsprogramm laufen lässt, das funktioniert ungefähr so, dass es den Filter immer eine ganz kurze Zeit laufen lässt und dann ist eine Viertelstunde Pause. Dann läuft es wieder eine ganz kurze Zeit,
dann ist wieder eine Viertelstunde Pause. Und so wird dafür gesorgt, dass das Desinfektionsmittel sich schrittweise langsam durch die verschiedenen Bereiche im Filter durchschiebt. Zuerst ist es ganz am Anfang, im ersten Vorfilter, dann geht es immer weiter runter, bis es zum Schluss durch die Membran geht. Und immer wenn es an einer bestimmten Stelle ist und der Filter wieder diese Viertelstunde Pause macht, hat das Desinfektionsmittel genug Zeit einzuwirken und dann wird es automatisch weitergeschoben. Und zum Schluss, wenn es das oft genug gemacht hat, gibt es eine ganz kräftige Spülung und dann startet ein Filterbetrieb, wo nicht mehr gespült wird, sondern normal gefiltert wird. Das ist im Grunde auch dafür da, dass der Filter sich jetzt komplett von dem Desinfektionsmittel, von dem Wasserstoffperoxid befreit und dann ist die Desinfektion abgeschlossen. Die läuft so quasi auch mehr oder weniger automatisch, außer dass man das Desinfektionsmittel noch per Hand reintun muss und das Ganze etwas im Auge behalten muss. Ja, dann hat der Aqua Michel Controller 1 die Möglichkeit, so einen Aquastop-Sensor anzuschließen und austretendes Wasser zu erkennen und sich selbstständig abzuschalten und Alarmsignale von sich zu geben. Das ist ein gewisser Schutz vor Wasserschäden, der übrigens auch funktioniert, wenn der Strom ausfällt, weil wenn kein Strom da ist, hat das Magnetventil, was die Wasserzufuhr hier sperrt, auch keinen Strom und dann ist es auch geschlossen und dann kommt sowieso kein Wasser. Ja, viele Dinge in diesem ganzen Automatisierungsprozess können eingestellt werden, wie zum Beispiel die Zeiten für die halbautomatische Stehwasserspülung und vieles andere auch. Das geht alles auf eine gewisse Art über diese Ein-Tasten-Bedienung. Ist sehr ausführlich im Handbuch beschrieben. Es gibt ein über 40-seitiges Handbuch zu diesem Aqua Michel Controller 1, wo alles genau erklärt ist. Ich mache aber auch noch zu jedem Einstellungsvorgang, den man hier machen kann, ein ausführliches Video, wo es auch nochmal eine detaillierte Videoanleitung gibt. Das wird allerdings noch ein paar Wochen brauchen, bis die Videos alle fertig sind. Dieser Aqua Michel Controller 1 kann mit verschiedenen Betriebsspannungen versorgt werden, unter anderem 12 Volt, also für den mobilen Einsatz mit der Autobatterie, oder auch 24 Volt, was eigentlich so der Standard im Wasserfilterbereich ist, wo es die meisten Magnetventile und Pumpen für gibt. Er braucht im Leerlauf, wenn der Filter nicht filtert, extrem wenig Strom, weniger als 2 mA, sodass er auch sehr gut für den mobilen Einsatz im Wohnmobil, Wohnwagen oder anderen Expeditionsfahrzeugen geeignet ist, wo Strom ein kostbares Gut ist. Es gibt eine Service-Seite zu diesem Aqua Michel Controller 1, wo ihr das Handbuch, die Kurzanleitung und in Zukunft auch viele Tipps und Tricks und weitere Videos findet, die helfen, diesen Controller zu verwenden. Diese Service-Seite ist unter diesem Video verlinkt. Dann gibt es eine grundlegende Informationsseite mit Bezugsquellenhinweisen, wo ihr diesen Controller bekommen könnt. Ist auch unter diesem Video verlinkt. Demnächst wird es dann auch ein Set geben, wo alles drin ist, was man braucht, um aus so einem klassischen Minimus einen solchen Minimus mit diesem Controller zu bauen, so ein Umrüstset. Und im zweiten Schritt wird es dann auch einen mit dem Aqua Michel Controller 1 ausgestatteten Minimus fertig aufgebaut geben. Das wird aber noch etwas brauchen. Über Neuigkeiten informiere ich wie immer in meinem Newsletter. Wer den noch nicht bekommt, kann gleich auf den eingeblendeten Button klicken und ihn anfordern. Das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.